So, es sind mal wieder neue Rust-Skins im Store. Und ich sagen muss, dass jetzt nicht wirklich die mega geilen Teile da sind, die Runic Pickaxe für 1,75 geht. Die Hatchet für 1,75 geht. Die Open Stone Box sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt gucken wir uns die mal an, von nahem, wenn er lädt. Aha, nice. Okay, das ist einfach nur eine Steinbox. Sieht ja mal witzig aus. Doch die sieht witzig aus. Die werde ich mir wohl ziehen. Cargo Ship Security Door. Was ist denn das für eine? Eine Armored Door, okay. Die ist okay. Die sieht gar nicht so schlecht aus, aber als Singleplayer, da hat man so seltene Armor Door. Das ist so ein bisschen das Problem. Sorry. Aber die werde ich mir auch ziehen, ja doch. Also die werde ich mir auf jeden Fall ziehen. Das hier, die Cold Hunter LR300, vollkommen übertrieben. 3,50 € gebe ich sicherlich nicht aus. Ich werde mir wohl die ziehen und die Pickaxe für 1,75, denke ich mal. Die sehen ganz geil aus. Sind vom Preis her auch noch vollkommen okay. Die Box wäre auch noch okay, aber ich habe schon so viele Boxen. Das lohnt sich nicht für mich. Einwandfrei. Nee, gut. Ich könnte ja mal gucken, was der normale Store noch hergibt, aber da ist gerade nicht so wirklich was drin. Ich werde noch mal gucken, ob es vielleicht da noch eine schöne Pickaxe gibt, aber glaube ich nicht. Okay, bis dann.